Beim Bergaufsäckeln geht es an das Richtige. Wichtig ist, dass wir auch hier weit vorne schauen, wo wir hin wollen und unsere Arme immer schön im Takt mitschwingen. Die Arme, die sind unser Taktgeber und nur dank denen kommen wir auch wirklich leichtfüßig bergauf. Versuch auch hier, den Vorschub vom ganzen Rumpf nach vorne zu bringen. Versuch stabil zu sein und schön geländeangepasste Schritte zu machen. Beim Bergaufsäckeln ist es wichtig, dass wir nur so lange säckeln, wie sich das gut anfühlt. Und dass wir dann, wenn wir merken, unsere Schrittlänge wird immer kürzer, auch ins Laufen wechseln. Bergauflaufen, das können wir mit den Händen auf den Knien. Wir versuchen ganz viel Druck zu geben über unsere Oberarme in die Verlängerung von unserem Unterschenkel. Zudem können wir die Arme auch in einer Bewegung gegen hinten brauchen. Die mitschwingen, sodass sie uns helfen, vorwärts zu kommen. Die Schrittlänge beim Laufen, die ist um ein Vielfaches länger als beim Rennen.